Jeder ist seines Glückes Schmied. So sagt man. Aber was, wenn plötzlich das Material zum Schmieden fehlt? Oder einem das Werkzeug abhanden kommt? Und am Ende fehlt der Nachschub an Brennmaterial und das Feuer beginnt seine Kraft zu verlieren und droht zu erlöschen. Wir können uns noch so viel Mühe geben. Es gibt äußere Einflüsse, die wir nicht steuern können. Und sie können unsere Planung, unsere Sicherheit, unsere Existenz gefährden. Um Menschen, die auf die eine oder andere Art in eine solche Situation geraten sind, das Überleben zu sichern und das Leben erträglich zu machen, gibt es die Sozialhilfe der Stadt Uster. Sie gibt den Menschen die Mittel in die Hand, ihr Leben alleine zu meistern. Hallo! Hu, Hans! Huhu! Hey, hier, hier! Hey! Ich glaub's ja nicht! Der Hans! Katrin! Das freut mich aber. Das ist ja schon eine Ewigkeit hier. Ja, das stimmt. Also mindestens 3 Jahre, denke ich. Warte mal. Ja, du hast recht, aber mindestens. Ja. Schön. Ja. Hast du was vor, oder? Nein. Oder? Komm, dann gehen wir doch einen Kaffee trinken. Nach der langen Zeit. Okay. Doch, gut. Da vorne, das ist ein gemütliches Café, das ist nicht so lärmig. Lass uns gehen, komm. Gut. Ja und, wie geht es so? Mir geht es gut, super. Toll. Und die Kinder? Ich arbeite jetzt wieder halbtags, seit sie etwas größer sind. Na schön. Ja, das ist immer mal besser für alle. Ne? Ja, weiß Gott. Ja, bist du wieder am alten Ort? Ja, ja. Du, ich hatte echt Glück. Hattest Glück, das stimmt. Ja, es war aber auch anstrengend. Du musst dir vorstellen, ich musste total von vorne anfangen. Umschulen. Alles neue Systeme und so. Und du hast alles geschafft? Ich hab's geschafft, ja. Ich hatte wirklich Glück. Ja. Gut, nicht nur. Es braucht ja auch Willen. Ja, schon, ja. Schon, aber boah, du, damit hatte ich eigentlich nie Probleme. Andere manchmal schon. Weißt du, der Anton, der... Kilobyte-Anton. Ja, genau, der Kilobyte-Anton. Ja. Du, den habe ich vor kurzem getroffen, der hat total den Anschluss verpasst. Ah, ja. Also, ich glaube, der macht gar nichts mehr, wenn du weißt, was ich meine. Ja, aber das war doch der geschickteste Programmierer, den man sich vorstellen konnte. Ja, wirklich, ja. Aber irgendwie hat er den Anschluss verpasst, also völlig. Die neuen Programmiersprachen, glaube ich, sowas. Ja, sowas. Das hätte ich nie gedacht vom Anton. Ja. Der hat mir sogar gesagt, dass er jetzt bald Sozialhilfe beziehen muss, wenn es so weitergeht. Das glaube ich nicht. Doch, echt? Hat er gesagt? Ja, das glaube ich schon, aber mit der Sozialhilfe, das glaube ich nicht. Da muss er sich erst mal in einem Gespräch darüber im Klaren werden, was es für mögliche Alternativen gibt. Ja schon, aber ich meine, wenn du kein Geld hast, dann gibt es keine Alternativen, oder? Gut, das wird eben zuerst abgeklärt. Abgeklärt? Von wem denn? Von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter bei der Sozialhilfe. Aha. Da wird zuerst geschaut, ob man überhaupt berechtigt ist, also die Voraussetzungen erfüllt, Sozialhilfe zu beziehen. Man muss hier in Uster wohnen und man darf natürlich kein Einkommen und Vermögen haben, das man für seinen Lebensunterhalt brauchen könnte. Ja, darunter fällt auch zum Beispiel ein Auto ab einem bestimmten Wert. Dann wird geprüft, ob man noch bei anderen Stellen Geld für seinen Unterhalt bekommen sollte. Zum Beispiel Renten wie AHV, IV, Arbeitslosengeld und so weiter. Schon, aber wie wollen die denn das feststellen? Wer einen Antrag auf Sozialhilfe stellen möchte, der ist verpflichtet, seine finanziellen Verhältnisse wahrheitsgetreu anzugeben. Oh, das ist aber unangenehm. Natürlich ist das unangenehm. Aber dafür wird dir am Ende geholfen. Ja, das ist allerdings auch wieder wahr. Denen mit der Sozialhilfe geht es ja manchmal besser als denen, die arbeiten. Also hat man manchmal das Gefühl, oder nicht? Ja, das ist nicht das Ziel, du kannst mir glauben. Das Geld der Sozialhilfe soll das absolute Minimum abdecken, was man für ein menschenwürdiges Leben benötigt. Und was gehört denn dazu für ein menschenwürdiges Leben? Zunächst einmal musst du irgendwo wohnen. Du brauchst ein Dach über dem Kopf. Ein Häuschen im Grünen. Liegt das drin? Es gibt Richtlinien, wie teuer eine Wohnung sein darf. Und das hängt davon ab, wie viele Personen darin wohnen. Wenn jemand im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung lebt
und der Hypothekarzins, den Mietzinsgrenzwert nicht übersteigt, dann darf man darin wohnen. Bitte? Also wenn das, was du an die Bank bezahlst, nicht mehr ist als das, was du als Miete zahlen würdest. Ach so, und wenn doch? Dann musst du eine billigere Wohnung suchen. Und das eigene Haus muss man verkaufen. Oder es der Sozialhilfe verpfänden. Und wenn die Liegenschaft verkauft werden muss, dann müssen mit dem Erlös die bisher bezogenen Sozialleistungen zurückbezahlt werden. Und was ist mit den Nebenkosten? Die sind ja manchmal fast höher als die Miete. Die Sozialhilfe übernimmt die Miet- und Nebenkosten, solange sie in einem bestimmten Rahmen liegen. Aha. Also gut, jetzt wohnst du mal. Und weiter? Dann kommt der Grundbedarf. Also die Kosten für Essen, Trinken. Ah, Kleider, Schuhe. Genau, Strom, Tram, Bus, Zug, Telefon, Freizeit, Post, Ausbildung, Körperpflege. Genau. Ja. Mhm. Die deckt das alles ab. Ja, da kommt ja einiges zusammen. Mhm. Werden da einfach alle Rechnungen von der Sozialhilfe bezahlt? Nein. Ausbezahlt wird ein monatlicher Betrag pro Person, die in einem Haushalt lebt. Aha. Einteilen muss jeder selber und glaub mir, du musst gut einteilen. Und was ist mit Kino oder Theater und solche Sachen? Ich meine, wenn du ständig nur rechnen musst, traust du dich ja gar nicht mehr unter die Leute. Ja, da hast du absolut recht. Aber es gibt die Möglichkeit für eine Zulage. Eine Integrationszulage. Aha. Also zum Beispiel, wenn du an einem Programm zur beruflichen Eingliederung teilnimmst oder Freiwilligenarbeit leistest. Mhm. Und auch Alleinerziehende bekommen über eine gewisse Zeit eine Zulage. Mhm. Mhm. Und eben, die Integrationszulage ist zum Beispiel für Sport oder Kultur gedacht. Ja, ja. Und zugegeben, das ist nicht viel. Aber dann kommt man wenigstens unter die Leute, nicht? Sonst bist du irgendwann völlig isoliert. Ja. Weißt du, was überhaupt das Schlimmste ist? Jeden Monat diese Krankenkasse. Die fressen dir die Haare vom Kopf. Ja, die Krankenkasse, die hätte ich fast vergessen. Die Sozialhilfe übernimmt die Krankenkassenprämien für die Grundversicherung ganz oder zum Teil, den Selbstbehalt und die Franchise. Wow. Und den Zahnarzt? Auch den Zahnarzt, wenn es wirklich nötig ist. Also wenn du mich fragst, ich kenne Leute, die arbeiten wirklich hart und es reicht hinten und vorne nicht. Und den Zahnarztbesuch, den schieben sie immer weiter nach hinten, weil sie sich das einfach nicht leisten können. Das ist wirklich so. Mhm. Es gibt Menschen, die verdienen nicht genug für das tägliche Leben. Mhm. Und denen sagt man working poor. Also Leute, die in Armut leben, obwohl sie arbeiten. Working poor. Mhm. Die haben auch Anspruch auf Unterstützung. Und die Sozialhilfe ergänzt einfach den Bedarf zum Leben, zusätzlich zu dem, was du selber beitragen kannst. Aha. Wenn wir gerade vom Bedarf zum Leben sprechen, weißt du, die Vreni, die mit ihrem Nichtsnutz von einem Mann. Okay, ich habe ihr immer gesagt, dass dir nichts taugt, aber sie wollte nichts hören. Also jedenfalls, jetzt hat sie ein kleines Kind und die hat sie sitzen lassen. Na gut, war ja vorherzusehen. Bekommt sie denn für das Kind keine Alimente? Alimente? Von dem ganz sicher nicht. Ja, es gibt da die Möglichkeit der Alimentenbevorschussung. Wenn du von der Sozialhilfe unterstützt wirst, schießt sie dir die Alimente vor und sorgt mit dir zusammen dafür, dass das Geld vom Vater wieder geholt wird. Du, ich glaube sowieso, dass Vreni von der Sozialhilfe lebt. Ich meine, sie hat ja keine regelmäßige Arbeit und mit dem Kind? Schon möglich. Du, weißt du, wer mir leid tut? Ihre Eltern. Das sind so nette Leute. Die haben ein Leben lang hart gearbeitet und sich am Ende dieses Häuschen gekauft. Und jetzt haben sie natürlich Angst, dass man sie zwingt, das Häuschen zu verkaufen, um mit dem Geld die Tochter zu unterstützen. Naja, es gibt die Verwandtenunterstützungspflicht. Ach genau, das ist das Wort, nach dem ich vorhin gesucht habe. Verwandtenunterstützungspflicht, genau. Aber nur von den Eltern zu den Kindern oder umgekehrt. Keine Geschwister. Mhm. Und nur so, dass sie ihren gewohnten Lebensstandard nicht wesentlich einschränken müssen. Ja, das ist beruhigend, ja. Nur wer wirklich gut dasteht, muss einen Beitrag leisten. Aha. Gut, ein bisschen anders ist es, wenn die Kinder noch in Erstausbildung sind. Dann stehen die Eltern stärker in der Pflicht. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, man kann nicht alle Kosten dem Staat anlassen, oder? Ja, klar. Schau dir mal diese Typen dort an. Die kümmern sich sicher um nichts und machen die hohle Hand und leben auf Kosten der Allgemeinheit. Gut, so einfach geht das aber nicht. Weißt du, man muss auch etwas dazu tun, damit man Sozialhilfe erhält. Es gibt da Pflichten. Pflichten? Na klar. Zum Beispiel bist du verpflichtet, jede Änderung in deinen Einkommens- oder Vermögensverhältnissen zu melden. Mhm. Also wenn du plötzlich Arbeit hast oder eine Erbschaft machst oder so. Okay. Und wenn du das nicht meldest,
und die Sozialhilfe erfährt davon, fordert sie ihre Unterstützungsleistungen zurück. Ja, ist ja auch illegal, oder? Na, da gibt's vielleicht sogar eine Strafanzeige wegen Unterstützungsbetrug. Du kannst andererseits auch verpflichtet werden, eine Gegenleistung zu erbringen für das Geld, das du vom Staat bekommst. Zum Beispiel durch gemeinnützige Arbeit. Oh, das wird tatsächlich gemacht? Mhm. Natürlich. Es besteht grundsätzlich die Pflicht, an zumutbaren Programmen teilzunehmen. Zumutbaren Programmen. Und dann ist natürlich jeder verpflichtet, sich um die Verbesserung der persönlichen Situation zu bemühen. Ja, klar. Also zum Beispiel Suchtprobleme angehen. Du kannst dich also nicht einfach zurücklehnen und kassieren. Und die Idee ist, dass die Sozialhilfe dich eine gewisse Zeit unterstützt, wenn es dir schlecht geht, und dir hilft, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Ja, und wenn sich jetzt einer weigert, den Pflichten nachzukommen, ich meine, was sollen denn die da schon machen? Na, sie können zum Beispiel die Leistungen kürzen. Und das tut weh. Ui, es ist ziemlich spät geworden. Ich glaube, ich muss langsam zurück zur Arbeit. Stimmt, ich auch. Das war wirklich schön, dich zu sehen, echt. Ja. Du, übrigens, wieso weißt du eigentlich so gut Bescheid über Sozialhilfe und so? Arbeitest du dort? Nein, nein, ich habe selber eine Weile von der Sozialhilfe gelebt. Oh, oh, tut mir leid, echt. Ich wollte ist schon nicht... Ist schon gut. Es war nach dem Konkurs meiner Firma. Und ich hatte kein Anrecht auf Arbeitslosengeld. Und mein ganzes Erspartes hatte ich in das Geschäft gesteckt. Und da blieb nicht viel Zeit zum Überlegen. Ich war auf Hilfe angewiesen. Oh. Und jetzt? Also, du siehst nicht so aus, als... Nein. Das war nur vorübergehend. Ich habe mich beraten lassen, konnte eine Schulung machen und habe danach zum Glück rasch wieder Fuß fassen können. Nein, es geht mir gut, glaub mir. Freut mich für dich. Ja. Also ich hätte einfach nie gedacht, dass dir einmal sowas passieren könnte. Ausgerechnet dir. Eben, das ist ja das Unheimliche. Jeder von uns kann plötzlich den Boden unter den Füßen verlieren durch Krankheit, Suchtprobleme, Alter oder andere Einflüsse. Ich glaube, dann wäre ich auch extrem froh, wenn ich von irgendwo hier Hilfe bekommen würde. Eben. Vielleicht treffen wir uns bald wieder. Ja, wäre total schön. Ich bin auch hier in der Gegend. Okay, tschüss. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Bis bald. Jeder ist seines Glückes Schmied, sagt man. Und damit jeder die Chance erhält, sein Glück auch wirklich zu schmieden, steht ihm in der Not die Sozialhilfe zur Seite. Sie versorgt Menschen mit dem Nötigsten zum Überleben. Die Sozialhilfe ist das letzte Auffangnetz in unserem sozialen Gefüge. Wenn alle Stricke reißen, tritt sie auf den Plan. Das Ziel ist neben der Existenzsicherung die Integration in die Gesellschaft und in die Arbeitswelt. Damit das gelingt, braucht es den guten Willen und die Mitarbeit aller Beteiligten.